Eine Verdoppelung der Windkraft bis 2030 und überhaupt mehr Geschwindigkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien, das fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW von einer neuen Bundesregierung. Auf dem heutigen Kongress in Berlin steht neben der aktuellen Energie- und Klimapolitik vor allem die Energiewende im Fokus. Das Kraftwerk Schwarze Pumpe in Südbrandenburg. Hier auf dem Gelände soll in 3 Jahren eine Anlage stehen, in der Strom statt aus Braunkohle aus grünem Wasserstoff gewonnen wird. Das Ziel ist, überschüssige Wind- und Sonnenenergie in Wasserstoff umzuwandeln, zu speichern und als Energie zu nutzen, wenn sie gebraucht wird. Das kann nur funktionieren, wenn es schnell mehr Ökostrom gibt. Hier sieht die Energiewirtschaft die nächste Bundesregierung in der Pflicht. Wir brauchen Tempo bei den Erneuerbaren, das heißt im Planungs- und Genehmigungsrecht eine deutliche Vereinfachung und mehr Flächen. Wir brauchen beim Netzausbau den Infrastrukturrahmen und den Investitionsrahmen, damit wir hier wirklich die Netze aus- und umbauen können. Insgesamt 70 statt der geplanten 65% des Stroms sollen 2030 die Erneuerbaren liefern, so das Ziel der Energiewirtschaft. Eine große Kraftanstrengung sieht hier das Umweltministerium. Wir brauchen einen enormen Ausbau der Windenergie und der Sonnenenergie, der Photovoltaik. Wie viel das dann in Prozent ist, das ist gar nicht so ganz erheblich. Wir brauchen vor allem die Menge, jedes Windrad zählt, jede PV-Anlage zählt. Sonst werden wir den Strombedarf Deutschlands nicht vernünftig decken können. Auch in der Lausitz müssen mehr Windkraft- und Solaranlagen entstehen, wenn das neue Wasserstoffkraftwerk ab 2024 effektiv Strom für die Wärmeversorgung und die Industrie liefern soll.